Herzlich willkommen zu einem Video. Heute gucken wir uns mal von Lotz die Pommes-Bull, sagen wir jetzt mal an. Mark-Pommes-Stand, keine Ahnung, Pommes-Dinger. Als Pommes-Tüte. Ja, ist aus deren Ideas-Reihe, keine Ahnung, gibt es halt zwei Creative Ideas, keine Ahnung. Creative Ideas Bricks, da steht hier drauf, keine Ahnung. Ja, sind Miniensteine. Wir haben hier drin 463 und bei Brick kostet das Ding 13 Euro. Ist noch verfügbar momentan. Also ja. Und ich finde, Preise. Bei den Dingen ist immer relativ, weil man kriegt zwar viele Teile, aber die sind auch klein. Das ist immer die Sache. Sehen wir gleich, wie groß es ist, aber ich denke, das ist okay am Preis. Ja, Karton, glitzert halt schön, wie man sieht. Auf der Kamera ist das mehr, dass er so hier in den Regenbogen glitzert. Echt ist einfach pink mit so ein bisschen Glitzerfarben. Und da hört die Liste rum. Karton ist auch stabil, ein bisschen mehr als sonst. Ja, hier sieht man die Figur, hin, wie man es öffnet. Zusammenklickt, ja, hier so auf. Karton, nicht so krass wie der von dem erzählt, den ich euch gezeigt habe, der war natürlich komplett insane. Aber schöner Karton, kann man machen. Ja, im Karton haben wir noch was nicht so schönes gefunden, Stickerbogen. Ich habe nicht alle aufgebracht, weil nein. Nö. Die sollte man auf eine Plate von hinten, also eine Plate hinten aufkleben. Funktioniert ja von hinten nicht. Ich habe ein paar Sticker angebracht, aber die sind halt so klein. Hier sind alle einmal einser. Hatte ich keine Lust drauf. Deswegen gibt es nicht. Teil ist natürlich viel übrig geblieben, man kennt es bei Lotz. Auch Hände für die Figur. Naja. Passt doch. Dann hatten wir noch ein bisschen was dabei. So ein Tisch draußen. Der ist so mit unten mit Gläsern gebaut. Die sind auch stabil an sich, aber wenn man dagegen kommt, fallen die leicht raus. Wenn es steht, da bricht nicht auseinander. Und im Bau, ja, man darf nicht gegenkommen. Mit einem Burger drauf. Kam was das sein soll, Mini-Burger. Ja. Und zwei zwei Stühlen. Die hätten auch voll geklebt werden sollen, aber ich finde sie jetzt ohne. Oh hier. Ich finde sie jetzt ohne Kleber schöner. Oh ja. Das steht einfach so draußen vor dem Ding rum. Ich hätte es nicht gebraucht, da hätte man das Ding auch für 11 Euro verkaufen können oder 12 Euro verkaufen können. Aber es ist nett, dass es dabei ist, wenn man es irgendwie zusammenstellen will mit irgendwas, passt das wahrscheinlich schon. Aber dann haben wir natürlich noch die Hauptattraktion von diesem Set, die Pommesbude an sich. Da sieht man nicht, wo ich hole die mal kurz raus, aber um das Ding aufzuklappen, muss man immer hier oben einmal diese Plate entfernen. Sonst geht es nicht, weil der Sticker hier vorne drauf über die beiden Fliesen geht. Wenn man den natürlich jetzt sich ein Messer nimmt, den durchschneidet, was ich weiß ich nicht, ob ich es mache, kann man das Ding auch immer öffnen, aber so hält es halt zusammen, das wird es immer fallen. Wie habe ich das jetzt gerade? Okay. Das ist mir vorher noch nicht passiert. Okay. Vielleicht zu oft auf und zu gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ja. So. So. So, Minifugur wollte ich euch zeigen. Die ist halt klein. Arme können sich bewegen, Hände natürlich auch. Er kann auch greifen, die Sachen in der Größe. Beine sind beweglich, kann sich auch hinsetzen, hat hier Noppen. Und er kann einmal sein Kniegelenk so bewegen. Ja, das kann die Figur. Ich finde, sie ist ganz schön. Passt. Ah ja, und Oberkörper kann man so drehen. Oh ja, ich mag die Figur. Die ist schön. Kriegen wir mal einen Fokus auf die Figur nochmal? Ja. Grinsen tut er fett. Das passt. Stehen wir mal hier zum Tisch. Kommen wir zum Set. Ich klappe das mal kurz mal zusammen. Hoffe, dass es mir da nicht komplett auseinanderfällt. Ja, Krümel im Hals. Und ja, hier ist das Ding. Ich finde, das sieht schon sehr klasse aus. Hier oben die ganzen Pommes angebracht. Das sieht schon gut aus. Hinten, aber diesen ganzen Pommes-Tüten-Look. Ich finde das sehr nice. Und ja, es sieht da cool aus. Finde ich. Hier hätten, glaube ich, auch Sticker drauf sein. Ja, ich vorhin die Sticker finde ich cool. Das hier oben, deswegen habe ich angebracht. Die sieht man hauptsächlich. Und ja, im Inneren. Warum passiert mir das gerade jedes Mal? What the fuck? Das ist mir vorher noch nie passiert. Also an sich hatte ich damit jetzt keine Probleme, gerade das erste Mal. Klappt man hier so auf, dann innen drin gucke ich die ganzen Details an. Hier werden Burger gebraten, auch wenn das hier Kekse sind. Aber da werden natürlich die Burgerbrötchen immer so gemacht, dass die aufgedrückt sind. Hier werden Pommes gemacht. Ups, sind fast losgegangen. Hier werden die Pommes in der Fritteuse im Backofen gemacht. Komische Pommes, aber okay. Da oben, kleine Uhr, die habe ich aufgeklebt. Hier sollte eigentlich auch ein Sticker drauf, auf die weiße Plate. Nein. Ja, hier unten, da Wasser beim Waschbecken, hier oben ist, glaube ich, kommt für Kaffee oder so. Hier die Lichter oben, richtig schön von innen. Hier alles mögliche, ist halt auch über Sticker drauf. Nein, danke. Ja, ich mag's. Ja. Ich weiß nicht, kann ich nicht viel zeigen dazu. Ein bisschen was machen wir noch. Ja, an sich kommen die Sticker noch überall drauf. Aber, ja, also, ich finde, so ist der Look schön. Ich finde, so ist der Look schön. So mache ich ihn vorne. Nochmal Sticker muss nicht sein. Ich glaube, es kam noch irgendwo Sticker drauf. Ich weiß gar nicht mehr, wo diese runden Sticker drauf kamen. Ich mag den Look so verdammt gerne. Hier die Pommes auch vorne. Hier noch zwei Soßenspender. In Geld. Der Geldschein ist geprintet.
Ja, an sich ist das die Kasse hier vorne da. Ja, da habe ich auch einen Sticker drauf gebracht für die Kasse. Ja, der Bau war kein Problem, der ging gut weg. Klar sind es kleine Teile, deswegen muss man immer ein bisschen suchen erstmal am Anfang, bis man da richtig im Suchen drin ist. Dann geht es aber ohne Problem. Anleitung ist ein Faltblatt, das ist ein bisschen nervig, aber an sich ist die Anleitung auch sehr einfach gemacht. Kann man gut folgen. Klar, es passiert manchmal mehr, wie in dem Bauschritt hier. Kriege ich euch den irgendwie gezeigt. Wie in dem hier, da passiert einiges. Aber macht man halt langsam, kommt man daher. Die Anleitung ist gut gemacht. Auf beiden Seiten hier Dinger, oben Teilliste. Anleitung komplett. Man muss halt nur reinkommen, dass man kleine Teile hat. Das ist am Anfang nicht unbedingt so mega easy. Aber kommt man auch rein. Und ja. Nur ist natürlich ein bisschen platztechnisch blöd, weil die immer groß ist. Man kann sie zwar ein bisschen klein falten, aber es ist nicht so angenehm. Ah ja, hier sieht man den Sticker, die ich gemeint habe am Stuhl eben. Die habe ich absolut weggelassen. Ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Kurzes Video. Ich zeige euch nochmal kurz alles, was hier drin war. Vorher haben wir dann immer den kleinen Sitz zum Tisch zum Essen. Und ihn. Ich mag es. Ist ein sehr süßes Set, finde ich. Also, ich mag es. Und 13 Euro ist ein okayer Preis. Es ist nicht viel, so ein 10er jetzt auch getan, aber ich verstehe das über 13, weil es sind fast 500 Teile, Figur, sind okay unterwegs. Ja, ich mag's. Lasst gerne mal eure Meinung zu dem Set, vielleicht habt ihr es auch gebaut oder wie ihr generell Erfahrungen mit so Mini-Blocks habt. Ich hatte ja erst so ein kleines Lotz-Haus gebaut, da war ich nicht so zufrieden mit. Dann mit dem Mercedes, den ich gebaut hatte, der war richtig nice. Hier auch wieder cool. Mal gucken, ob wann das nächste Mini-Block-Set rein vielleicht hat. Ich habe gerade keins da. Mal gucken. Aber Lotz hat sehr viele coole Ideen. Also, muss man ihn wirklich lassen. Gibt viele Sachen. Ja, aber wir sind durch. Das ist ein Like, das ihr gefallen hat. Aber wenn ihr es nicht verpasst wollt, schreibt gerne in Kommentare, was ihr so von Set haltet. Habe ich zwar schon mal gesagt, aber ja. Und bis zum nächsten Mal. Baut was Schönes, bleibt gesund. Ciao.